Hallo liebe Freunde des Rechts, das hier ist Sarah Frühauf und sie hat einen Nerv getroffen. In ihrem 90 Sekunden langen Kommentar in den Tagesthemen vom 19.11. hat sie gesagt, danke liebe Ungeimpfte, ihr seid mitschuld daran, dass jetzt Menschen um ihre Existenz bangen und an Tausenden von Toten. Danach kommen noch ein paar Vorwürfe gegen die Politik, die zu lange gewartet hat. Aber die Impfverweigerer, die hier angesprochen werden oder die Ungeimpften, denen schreibt sie eine Mitschuld zu und das lassen die sich nicht gefallen. Tatsächlich sind sie empfindlich, reagieren empfindlich auf diesen Vorwurf, verantwortlich zu sein für Tausende von Toten. Und ich weiß, jetzt gibt es einige, die sagen, ja, das ist doch absolut nachvollziehbar. Gut, dass die mal verstehen, was hier der eigentliche Vorwurf ist. Es wird dazu aufgerufen, gegen Frau Frühauf rechtlich vorzugehen. Und das wird immer interessant für mich, um zu gucken, ist das jetzt Quatschjura oder ist da etwas dran? Die Motivation dahinter kann man sich relativ leicht ansehen. Also hier wird auch noch im Hintergrund berichtet, wer ist Sarah Frühauf? Die verschiedenen Social-Media-Profile werden aufgezeigt. Und ganz schlimmer Vorwurf, spätestens jetzt muss man wissen, dass man mit Frühauf eine Böse hat. Sie hat den No-AfD-Hashtag verwendet, beziehungsweise einen Tweet von jemand anders retweetet, wo der No-AfD-Hashtag verwendet wurde. Also ist sie möglicherweise eine dieser Menschen, die die AfD nicht mögen. Also Feuer frei, lasst sie anzeigen, da also der Vorwurf. Und da gibt es dann einen Vordruck, den man runterladen kann, allerhand juristische Argumentation, warum es eine Volksverhetzung sein soll. Und das schauen wir uns mal ganz nüchtern und objektiv an, kann es eine Volksverhetzung sein, denn tatsächlich der Straftatbestand der Volksverhetzung sieht ja vor, dass eine Strafbarkeit entsteht, wenn jemand gegen einen Teil der Bevölkerung, das können durchaus auch die Ungeimpften sein, kann man darüber streiten, aber ich halte das für eine mögliche Auslegung zu sagen, nicht geimpft zu sein, ist ein abgrenzbarer Teil, um einen Teil der Bevölkerung abzugrenzen. Und hier heißt es also, öffentlicher Frieden stört, wenn man gegen einen Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt. Hat Frau Frühauf zum Hass aufgestachelt, indem sie gesagt hat, die Ungeimpften sind für den Tod von Menschen verantwortlich. Nun, das ist ein schwerwiegender Vorwurf, tatsächlich. Aber es ist fast nicht zu vermeiden, dass dieser Vorwurf schwer wiegt, wenn man tatsächlich diesen Zusammenhang eben sieht zwischen Nichtimpfung, Erkrankung, Überlastung von Gesundheitssystemen und Sterben von Menschen, die sich infiziert haben. Die Argumentation dagegen lautet, es gibt dieses Virus nicht, die Menschen sterben womöglich an ganz anderen Sachen. Man kann sich die Haare raufen, dass tatsächlich dieses Argumentationsmuster nach wie vor verwendet wird. Außerdem seien ja die Ungeimpften möglicherweise viel häufiger betroffen davon und so weiter und so fort. Aber interessanterweise, darum geht es gar nicht beim 130 StGB. Es geht nicht darum, ob man einen Grund dafür hatte, zum Hass aufzustacheln. Denn eine Hetze oder eine Verletzung von Menschenwürde im 130 Absatz 2 wird nicht gerechtfertigt durch eine Meinungsäußerung oder auch nicht gerechtfertigt durch eine plausible Begründung. Das ist ein interessanter Aspekt. Der 130 StGB verbietet nämlich den Aufruf zu Gewaltmaßnahmen, Handlungen oder zum Hass, wenn er geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu gefährden. Und das ist jetzt natürlich sehr schwammig und man fragt sich, wann ist das gegeben? Es ist eben noch nicht dadurch gegeben, dass ein schwerwiegender Vorwurf geäußert wird, sondern es müsste noch etwas dazukommen, zum Beispiel, dass eine besonders niedrige Gesinnung unterstellt wird. Das wären Gründe, die dann einen in den Bereich des 130 bringen könnten. Die Beschimpfung im 130 Absatz 2 muss über eine bloße Beleidigung hinausgehen, beispielsweise indem man einer Menschengruppe das Lebensrecht abspricht, indem man sie mit Tieren vergleicht. Das wären also Fallkonstellationen. Die Formulierungen, die ich mir ganz genau angeschaut hatte, die sind zwar hart, weil tatsächlich hier ein Vorwurf der Mitschuld geäußert wird, aber sie erreichen noch lange nicht die Schwelle zur Menschenrechtsverletzung oder zum Aufruf der friedensstörenden Hetze. Insofern 130 ist nicht gegeben. Das liegt nicht an der Systemjustiz oder dergleichen, sondern weil der Vorwurf, der geäußert wird, nun mal ein schwerwiegender ist. Tatsächlich muss man darüber nachdenken, ob die Menschen, die sich nicht haben impfen lassen, eine Teilschuld daran haben, dass jetzt in diesem Land diese Maßnahmen notwendig sind. Und hier habe ich sozusagen mir den Vorwurf schon fast zu eigen gemacht. Dazu stehe ich auch. Der Vorwurf
ist einer, über den man nachdenken muss, weil die Kausalkette zwischen niedriger Impfquote, an der eben viele Ungeimpfte teilhaben, mitwirken, zu den hohen Inzidenzen, der ist nicht so wirklich fernliegend. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis demnächst.